Ich hasse das, wenn das passiert. Ja, ich bin Jesus. Ah, das Training. Hallo und willkommen zu Anis Training mit irgendwie nur 10 Spielern auf einer 24er Map, aber egal. Dafür auf einer neuen Map und zwar GTA San Andreas. Die habe ich, glaube ich, erst zweimal oder so gespielt und das ist auch schon wieder richtig lang her. Deswegen weiß ich überhaupt nicht, wo ich hin. Oh. Ich muss auf die andere Seite. Da sind richtig viele leere Kisten. Okay, das war jetzt nicht so gut. Mal, ich habe irgendwie 5 Kisten am Anfang aufmachen, keine Waffe bekommen. Ansonsten mache ich eine auf und kriege eine Waffe. Was ist denn für eine Scheiße? Toll, danke schön dafür. Oh, scheiße, ich bin gerade so aufgeregt, weil hier so viele Leute sind. Dafür habe ich eigentlich schon mal eine richtig fette Rüstung. Was geht hier ab? Hallo? Scheiße? Hallo? Scheiße? Ah, ich komme raus, das ist sehr gut. Dafür kann man nicht mehr rein. Jetzt bin ich gefangen, ey, oh nee. Oh, scheiße, ich komme nicht hier weg. Mal, nein, geh doch weg. Ich bin auf dem Haus. Ich bin auf dem Dach. Ich bin... irgendwie ein Dachmann. Keine Ahnung, was das ist, aber egal. Mal, wie viele Leute stehen denn da unten? What the fuck, machen die alle Team oder was? Das wäre ganz schön derbe. Oh Gott, da kommt Jesus. Hi, Jesus. Oh, scheiße, scheiße, Jesus ist da. Huh. Kacke, wo... Hier muss doch irgendwo eine Kiste sein, what the fuck? Ich weiß, da war eine Kiste in dem Haus, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da drankommen soll. Jetzt habe ich, glaube ich, die Hälfte von den XP-Dingern, die da waren, verpasst, weil ich drüber gejumpt bin, aber okay. War da gerade eine Kiste? Ich glaube, da war eine Kiste. Oh, okay, der Typ war nett, der rennt hinterher. Sonst rennen einem normalerweise alle Leute hinterher. Aber der hat mich in Ruhe gelassen. Das war ein netter Junge. Was für ein Typ war, aber ich denke mal schon. Ich glaube, der hatte einen Natsu-Skin von Fairy Tail. Waffe! Oh. Hauptsache, ich spuck erstmal richtig alles an. Waffe! Mann, das gibt es doch nicht. Die Map ist komisch. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, wenn man... So viel zu nett. Wahrscheinlich, wenn man... Oh Gott. Tschüss. Wahrscheinlich, wenn man die GTA San Andreas oder so gespielt hat, dann kommt man hier voll gut zurecht, wenn man irgendwie alles kennt. Aber ich habe das nie gespielt. Lass mich in Ruhe. Oh, komische Sackgasse. Ich renn jetzt in ein Haus rein und sterb deswegen. Oh Gott, geh da weg. Oh Gott, hinter dir. Ich nutze das Getümmel, lauf weg. Okay, sehr gut weggelaufen. Alter. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Schnell, 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 schnell. Sneaken. Und? Bin ich weggekommen? Habe ich geschafft? Also gut. Ich glaube, ich habe es geschafft zu flüchten, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt schon mal hier oben. Das ist auf jeden Fall schon mal sicherer. Und ich glaube nicht, dass hier jetzt so schnell jemand hinkommt. Boah, komm schon, eine Kiste. Ich brauche doch nur eine Waffe. Ich habe eine recht gute Rüstung. Ich habe gedacht, da wäre jemand. Mir fehlt halt nur die Waffe. Oh, und ich muss die Melone hier jetzt essen. Ich kann kein normales Essen ab. Okay, ich habe den Fisch gehabt, bin ich doof. Ja! Gott sei Dank. Okay, ich habe eine Waffe. Brauche ich alles nicht. So. Wahrscheinlich werde ich trotzdem wieder übelst verlieren. Ich immer verliere, aber egal. Warum ist das da? Keine Ahnung. So. Okay. Das kommt weg. Das kommt auch weg. Super, ich habe wieder alles aufgesammelt. Toll. Aufgehasammelt. Alter! Geht denn ab, ey, für die Party? Oh Gott, ich bin schon wieder so aufgeregt. Warum liegt das da in der Theke? Aber ich konnte tatsächlich das Getümmel nutzen, um abzuhauen. Das wäre sehr gut. Weil ich meine, mit einer Waffe sieht das Ganze jetzt schon um einiges besser aus. Oh. Ah! Secret Kiste. Und Essen gefunden. Das ist auch sehr gut. Tu mal die Melonen weg, die brauche eh keiner. Wollen ebenso. Ich brauche unbedingt Melonen. Und jetzt, ah, die brauche eh keiner. So, ich will jetzt aber noch auf das Dach da gehen. Ich glaube, da war irgendwas. Oder? Hier kommt echt keiner hoch. Boah, ich habe echt den richtigen Weg genommen. Anders wäre ich vielleicht übelst gestoppt. Toll, jetzt ist hier nichts. Mist. Aua. Das war jetzt ein bisschen unfair, aber okay. Jetzt muss ich zweimal Fallschaden nehmen. Okay, cool. Ma, hier sind keine Leute. WTF. Krieg ich so viel. Menschen. Ich hasse Menschen. Ich esse jetzt einfach Goldapfel. Ist mir egal. Ich will wenigstens einen besiegen. Yeah. Oh, shit, ey. Ha.
Oh, wie dumm genutzt war das denn? Oh, da kommt jemand, da kommt Jesus Nummer 2. Ich kämpfe mich mal Jesus Nummer 2 an. Oh shit, ich kämpfe den einfach an. Was? Dreier-Team? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Das finde ich jetzt aber schon so ein bisschen unsozial hier. Oh Gott, da kommt Gronkh. Warum sage ich das immer? Ich weiß nicht, warum ich das sage. Das macht mir irgendwie... Alter. Was ist denn los? Wie soll ich denn die besiegen? Das sind wie 100 Leute auf einmal, aber die kämpfen gegeneinander. Oh Gott, das hat geleckt. Ja, hallo, mit eurem 10er... Was war das denn? Das war ein 3er-Team. Das war ja dann kein Wunder. Wie viele haben denn noch gelebt? Kann ich das... Ach, scheiße, kann ich nicht mehr gucken. Ich glaube, das war... Wir waren noch 4 Leute übrig und das war einfach ein 3er-Team. Deswegen habe ich keinen gefunden. Aber die haben sich auch zwischendurch gehauen. Ja gut, vielleicht haben die sich einfach aus Versehen gehauen. Oh, gibt es doch nicht. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache jetzt noch eine Runde dran, weil das war jetzt irgendwie eine lange Kackrunde, die ultra unspektakulär war. Vielleicht spule ich das auch ein bisschen vor oder so. Keine Ahnung, ich guck mal. Bis gleich. So, nächste Runde wieder Lost Island. Ja, wie spannend. Hui, lol. Ropfelkopter mit einem Premium-Typen. Hier bei dem Server ist das auch, glaube ich, so, wenn man da dieses YouTuber-Rang kriegt, weil manche haben geschrieben, ich soll mir das hier gar nicht holen, weil man das hier nicht braucht. Und man dann höchstens nur getargetet wird. Aber hierbei ist das, glaube ich, so, dass... Welcher Sack hat mir gerade meine Items geklaut? Ach, okay, ich bin dumm. Dass man nur getargetet wird, aber hier bei dem ist das, glaube ich, so, dass man... Dass dann da nicht steht YouTuber-Rang oder man halt irgendwie eine lila Farbe hat oder so, sondern man hat dann ganz normal Premium. Also als hätte man sich da gekauft. Das sieht dann auch genauso aus und man sieht da keinen Unterschied. Nur ich habe halt Let's Play in meinem Namen und deswegen ist das vielleicht ein bisschen auffällig. Man könnte sich denken, ah, Let's Play. Was ist denn das hier für eine Gülle? Ich habe das hier noch nie geöffnet selber. Ich habe immer zugeguckt, wie andere das geöffnet haben. War vielleicht eine dumme Idee, das zu machen. Was ist das denn jetzt? Kann sein, dass das wieder zugeht in einer Zeit. Scheiße. Habe ich jetzt... Ich mache das voll oft, dass ich aus Versehen die ganzen Sachen wegwerfe und dann anziehe. So, ich muss unbedingt eine Kiste finden. Ich glaube, ich gehe da nicht mehr hin, weil das war gerade ziemlich zeitaufwendig für eine Kiste. Keine gute Idee. Gehe ich lieber hier die ganzen Kisten holen. Das ist aber auch voll asozial. Hier sind einfach so viele Kisten hintereinander. Ich meine, klar, man sieht die nicht. Gut, aber wenigstens ein bisschen. Andios Weisheiten wieder. Oh Gott. 4, 4. Tschüss. Erstmal schön den Leuten Waffen hinwerfen direkt am Anfang, was natürlich super schlau und so ist. Habe ich schon. Brauche ich nicht. Danke, tschüss. Danke, eh. Eine bessere Waffe wäre ganz lecker. Ich hasse das, wenn ich denke, da sind Leute. So. Ich brauche bessere Schuhe. Die Waffe ist jetzt nicht so schlimm, so dramatisch. Holzschwert ist schon mal besser. Es hält länger. Ist nicht besser, aber hält länger. Eine Angel. Oh Gott, eine Angel benutze ich ja nie. Ich weiß gar nicht, dass die Angeln auf dem Server gibt. Oh Gott, ich muss wieder unbedingt zum Friseur meine Haare hängen, in meine Augen rein, verursachen irgendwelche Sehstörungen. Hört sich sehr lecker an. Ich hasse das, wenn das passiert. Ja, ich bin Jesus. Ich habe einfach die beste Taktik der Welt gemacht und habe den einfach darunter gefetzt. Und das war geplant. Auch wenn ihr nicht glaubt, aber das war geplant. Ich wollte, dass das passiert. Was hatte der denn für eine Scheiße? Ich glaube, das war Jesus persönlich. Der hatte einfach... Vor allem, wie oft ich einfach über Jesus rede, man denkt wahrscheinlich, ich bin voll gläubig. Aber das stimmt nicht. Boah, das war meine Idee. Das war der Plan, ey. Das war Anulitz Pallis große Idee. Das war wahrscheinlich auch das Beste, was mir in der Runde passieren wird. Von daher sollte ich mich nicht so lange freuen. Oder vielleicht deswegen gerade freuen, weil wahrscheinlich nie wieder was Besseres passieren wird. Eisenaxt, Goldapfel. Wie lange ich jetzt nachgedacht habe. Warum tue ich die Angel irgendwie? Scheiße, Leute. Oh, da kommt Gronkh, da kommt Gronkh. Warum kommt da wieder Gronkh? Hat er mich gesehen? Oh Gott, der kommt. Da unten kommt ein Zweier-Team. Oder zwei Leute. Richtig unauffällig. Ich bin ja so der sneakyste Typ der Welt. Da kommen Leute hoch. Oh oh. Kämpfen die? Sind die Freunde? Nein, das ist ein Team. Ein Dreier-Team? Scheiße, wenn das ein Dreier-Team ist, ist mich so halt schon gearscht. Vielleicht sollte ich dem helfen. Das ist ein Team. Oh
Scheiße, ich bin auszusehen. Aufgeduckt. Aufgeduckt, was ist aufgeduckt? Das ist ein Team. Scheiße, das ist ein Dreier-Team. Shit. Was mache ich? Was mache ich? Ich bin gerade ein bisschen paralysiert, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Die trennen sich. Okay, ich hole mir die jetzt. Das Team muss vernichtet werden. Es muss vernichtet werden. Ich muss sie töten. Ich habe so Angst, ich schaffe das nicht, aber ich mache es. Die haben viel zu gute Sachen gehabt. Wieso komme ich überhaupt auf die Idee, dass ich das schaffen kann? Egal, ist mir egal. Hier ein Goldhelm, random. Auf jeden Fall war das ein Team, wieso sollten sie sich nicht angreifen? Das gibt ja keinen Sinn. Toll, jetzt sneaken die wahrscheinlich. Ich sehe die nicht mehr, hab Haare im Auge, krieg Krebs und sterb. True Story. Ne, wisst ihr was? Ich gehe jetzt erstmal meine Kisten weiterhin holen. Ach, da kommt der TNT mal her. Ich habe mich immer gefragt, wenn man auf diese Druckplatte tritt, wo der TNT herkommt. Dann explodiert einfach deswegen. Weil da oben so ein Dispenser ist. Ich bin immer noch stolz, dass ich das hier geschafft habe, aber ich hätte auch die Angel benutzen können, ist mir gerade aufgefallen, um den da runter zu kicken. Das wäre viel besser gewesen. Dann hätte ich nämlich keinen Schaden genommen. Hätte nicht riskiert, dass ich sterbe. Da ist einer rausgegangen. Ich denke, das ist irgendwie so ein Typ, der gesehen hat, oh, da ist ein Team, ich hasse diese Runde, ich gehe jetzt raus. Mist, ein Dreier-Team. Vor allem, ich muss die irgendwie vor dem Finale trennen und ausschalten. Und ich rede hier schon, als könnte ich das. Ich hatte drei Dia-Äxte. Was hatte der denn für eine... So ein Spürsinn, ey, WTF. Ich hab die derbsten Sachen der Welt gefunden. So. Ich hasse das, wenn ich das mache. Ich zitter gerade so richtig hardcore. Weil ich Angst habe, dass ich irgendwie sterbe. Okay, Level. Bringt mir nichts. Noch nicht. Okay. Oh, geil, bei bessere Schuhe. Sehr gut. Warum habe ich den gebratenen Fisch weggeworfen? Ich weiß nicht, ich bin dumm. Bessere Schuhe, bessere Schuhe. So. Okay, gute Rüstung. Sieht schon mal ganz geil aus, aber naja. Kennt ja meine Skills. Ich muss mehr Vertrauen in mich haben. Dann schaffe ich es. Gebratener Fisch. Toll, ich schmeiß den erstmal weg und hol mir jetzt den einen wieder rein. Dumm. Vor allem, warum haben die sich eigentlich nicht gestackt? Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Hab mich cool gefühlt. Boah, ich habe gerade richtig viel Angst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 7 Leute noch? Ich weiß nicht genau, ich habe nicht richtig gesehen. Oh Gott, das Bild ist auch schon wieder vor meinem Auge verschwunden, weil ich so behindert bin und die ganze Zeit jetzt nachdenke, was ich am besten tue. Ja, erst noch überall runterspringen. Das ist bestimmt die beste Lösung. Ich mache nur Scheiße, wenn sowas passiert. Ich bin einfach dann so aufgeregt, dass ich keine Ahnung habe, mich sitzt schon wieder wahrscheinlich richtig eklig irgendwo angegammelt. In der Ecke. Na, ja, das geht, aber meine Haare sind wieder behindert. Egal, nicht ablenken lassen, nicht ablenken lassen, Adios Palli. Nicht ablenken lassen. Ich rede mit mir selber, das ist nicht so gut. Eigentlich machen das alle Let's Player, aber egal. Oh, Enderperle, warum habe ich die nicht reingetan? Bin ich doof? Ich denke, das kann ich mit einem fetten Ja beantworten. War da jetzt gerade was drin oder nicht? Oh Gott. Seht ihr? Okay, da war nichts mehr drin. Das passiert, wenn ich so aufgeregt bin. Ich weiß schon nicht mehr, ob in der Kiste, die ich vor ungefähr 2 Sekunden oder wenn es sogar 1 Sekunde aufgemacht habe, ob da was drin war. Weil ich einfach gar nichts realisiere mehr richtig. Deswegen ist das... Diese Kiste übersehe ich jedes Mal. Und die hat der Typ auch übersehen. Na, irgendwelche Goldscheiße mit und die ich nicht brauche. Na gut, wenn man einschmelzen könnte und dann irgendwie... Genau, einschmelzen, genau. Mir kommt da gerade ein bisschen vor wie ein Déjà-vu, weil gerade genau dasselbe passiert wie bei der einen Runde. Weil da hatte ich auch so eine Dia-Axt, richtig gute Rüstung. Bin dann hier reingerannt. Wurde dann übelst getötet. Ja. Yeah. Hatte auch einen Bogen und so und bin dann auf diesen Berg gerannt. Nur um dann übelst zu verrecken. Warte mal, ich kann ja hier jetzt die ganze Scheiße reintun, die ich nicht brauche. So. Erfahrungsfläschchen. Das Geräusch war gerade normal, ne? Das kommt immer, oder? Ich glaube schon. Ich habe viel zu viele Sachen dabei. Ich habe irgendwie richtig viel gutes Zeugs. Ach, die Pfeile brennen einfach gar nicht. Ich habe schon gedacht, warum sind die auf einmal weg? Ne, erstmal da essen. Nimmt nur Platz weg. So. Brot. Okay. Man hat ja gesehen, was das beim letzten Mal gebracht hat, dass ich diese Pfeile geholt habe. Gar nichts, weil ich erstens irgendwie zu nur mal zum Bogen zu wechseln und zweitens dann auf diesen Berg da runtergekickt worden bin. Ich bin immer noch stolz auf mich, wie ich eben den Typen da runtergepfeffert habe. Das sind einfach so Erfolgsmomente, weswegen ich überhaupt noch spiele. Weil wenn ich die ganze Zeit verlieren würde oder die ganze Zeit gar nichts schaffen würde, dann hätte ich auch keinen Bock darauf, ist ja klar. Oh mein Gott, konnte den nicht hitten. Ist das jetzt auch noch ein Cheater-Team oder was? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ich kann zählen. Hatte ich eben sogar recht mit den 7, glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Fast in die Lava gelaufen, richtig schlau.
Ich repariere mal kurz da, warum auch immer. Einfach weil ich kann. Und dann einen Platz weniger hab. Oh, ich kann ja. Bin ich blöd? Ich lege das in die Truhe rein, wenn ich das einfach hier wegwerfen kann. Eigentlich hätte ich ja jetzt wieder mein ganzes wichtiges Zeug wegwerfen müssen, ne? Kennt man ja von mir. So, noch einmal aufsammeln. Und dann ist gut. Warum habe ich eigentlich das da vor? Das ist dumm. Meine Goldapfel ist so viel besser. Und ich sollte eine Beise auf einmal verwenden, denn das deckt sich wohl irgendwie. Oder das löst wohl den einen Effekt von dem anderen weg oder so. Keine Ahnung, hab mein Bruder mir erzählt. Der erzählt oft irgendwelche Sachen, die ich nicht verstehe, die mit Minecraft zu tun haben. Oh Gott, da kommt Gronkh. Sorry, ich muss das halt jedes Mal sagen, kann ich nichts für. Ist wahrscheinlich so eine Art Krankheit. Jetzt sind da hinten die ABFs forever. Was soll ich hier? Ihr wisst ja, warte, ich battle die jetzt, mir doch egal. Die sind anscheinend richtig blind und sehen damit, dass ich hier bin. Jetzt rennen die auch noch weg. Oh Gott, sind die schlau. War jetzt ultra die Verschwendung des Goldapfels, aber egal. So, einfach reinballern. Kann ja machen. Genau. Wisst ihr, das ist aber wirklich unfair, oder? Ich meine, WTF. Okay, die sind anscheinend ein bisschen dumm. Die sind anscheinend ein bisschen geistig verwirrt. Ja, danke. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, habt ihr gesehen, wie ich vibriert habe? Wie mein Körper gezittert hat. Vor lauter Angstzuständen. Nein! Aber das war unfair. Ich werde ja die ganze Zeit von Teams verfolgt. Das ist auch auf dem Server ganz schön hardcore. Ja, was soll ich machen? Ich hatte die bestmögliche Rüstung, die ich hätte sammeln können. Was ist das natürlich von eben? Hab irgendwie, ja, probiert anzugreifen und hab gefailt, hab mit Malz eingetötet, aber gut. Ich denke, wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich doch schon jemanden von getötet. Oh, Mist. Ich brauche echt mehr Abonnenten, damit ich auf dem anderen Server spielen kann. Ja, ich glaube, ich kaufe mir die auf eBay. Das kann man ja tatsächlich machen, das habe ich mal letztens geguckt. Weil das ist letztens, das ist schon wahrscheinlich ein Jahr her oder so. Da hatte jemand irgendein Bild oder so auf Twitter gepostet, dass man auf eBay Abonnenten kaufen kann. Da habe ich nachgeguckt und das geht einfach. Man kann sich irgendwie so 1000 Abonnenten für 5 Euro oder so kaufen. Das sind dann so Fake-Accounts natürlich. Und die kann man einfach kaufen. Wer macht denn sowas? Davon hat man doch nichts. Die gucken ja nicht deine Videos oder so. Du hast halt nur dann die Aufrufe. Nicht die Aufrufe, die Abonnenten. Das bringt ja gar nichts. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man sich dabei denkt. Oh mein Gott, ist das Angela Merkel? Geil, ich muss einen Screenshot machen. Schwieg das nochmal. Nein, nicht so. Okay, Angela Merkel. Ja, mit Anjo Let's Party. Ich muss unbedingt einen Screenshot machen. Wie geht das nochmal? F2. Angela Merkel, bleib stehen! Angela! Oh geil, ich habe einen Screenshot mit Angela Merkel gemacht. Nein, ich kann irgendwie die Steuerung spiegelverkehrt nicht. Oh, ich habe einen Screenshot mit Angela Merkel gemacht. Ey, ich bin richtig stolz. Ich weiß schon wieder nicht mehr, wo man das ändern kann. Da, nein, da, nein, da. Okay, gut. Dann war ich tschüss, bis zum nächsten Part. Das war wieder ein bisschen behindert, aber dafür konnte ich jetzt noch niemals wirklich was. Bis dann und denkt dran zu werten. Tschüss.